Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spore. Wir sind hier zuletzt in der Zivilisationsphase stehen geblieben und schauen doch jetzt direkt mal weiter, wie es weitergeht. Suche in der Nähe nach einem Gewürzgesier wie diesem, klicke ihn an und schicke dann dein Fahrzeug zu ihm, um ihn in Besitz zu nehmen. Gewürz ist ein wertvolles Handelsgut geworden. Wenn du es abbaust, klingelt die Staatskasse. Das ist doch schon mal was Schönes. Oben haben wir dann wieder die Ziele, das ist ganz normal, wie immer. So, und hier haben wir unsere zwei Fahrzeuge, wie ihr sehen könnt. Und da sollen die hin. Alles klar. Das sind richtige Käfer, aber die sind sau schnell. Und die beschießen damit irgendwas. Okay. Dann werden wir auf jeden Fall noch die anderen Gewürzgesiere auf dieser Insel holen. Da wollen die noch was anderes von mir. Einen werde ich jetzt woanders hinschicken noch. Ach Gott, die Karte ist so schlimm. Kleiner Moment. So, jetzt hier richtig. So, du wirst nämlich hier hinten hin. Ach, und hier haben wir noch so einen kleinen Stamm. Seht ihr das? Einen ganz kleinen Stamm. Den werden wir gleich natürlich komplett vernichten. Die fragen sich schon so, hä? Ah, rennt weg. Keine Sorge, wir tun euch noch nichts. Alles klar, aber die sind jetzt auch eine Stadt geworden. Oh oh. Der hätte sie doch auseinandernehmen sollen. Naja. Solange sie noch schwach ist oder zum Verbündeten machen. Okay. Ja, komm, den Gesir will ich erst haben. Da hinten ist etwas angezeigt. Geschenkkontakt. Wir wollen erstmal Kontakt. Wozu bist du da? Unser Volk bewundert deine riesigen Ländereien. Nein, dein Volk stammt von Weltraumschnecken ohne Gliedmaßen ab. Wir kommen und bringen Geschenke. Nimmst du sie an? Äh, 2000 Spore-Dollar könnten wir denen schenken. Wir geben denen aber erst 1000. Tja, ich habe mich immer mit, auf die Freundlichkeit von Fremden verlassen. Mit Vergnügen. So, wir wollen aber keinen Angriff. Da hinten ist noch ein anderes Volk, wie ihr sehen könnt. Der ist bis jetzt unbeansprucht. Die Stadt Rost wurde gegründet. Okay. Und immer noch ist die Kamera so... So, perfekt. Hier können wir im Stadtplaner entweder... Ups. Ja. Stadtplaner... Die Registrierkarten helfen dir beim Bedienung des Stadtplaners. So, also, wir können entweder neue Fahrzeuge machen oder halt ein bisschen grün oder so, Pflanzenzeugs. Wir könnten die Musik ändern von unserer Stadt. Das habe ich noch nie ausprobiert. Okay. Alles klar, es klingt gar nicht so schlecht. So. Und den Beat. Okay. Wir lassen das einfach mal beschäftigen und uns nicht zu groß damit, denn wir müssen noch Häuser entwerfen, Unterhaltungshäuser, Fabriken, Geschütze. Geschütze können wir gleich erstmal eins kaufen und zwar werden wir das auf diese Seite hier stellen. Und dann entwerfen wir direkt mal ein Haus für unsere Leute, damit die hier auch vernünftig wohnen können. Wir werden also in dieser Phase sehr viel entwerfen müssen. Und die Häuser würde ich einfach sagen, wir machen die ganz standardmäßig, damit wir uns auch nicht zu lange mit diesen Entwerfen aufhalten. Ich weiß, Leute, dass das, was Spore eigentlich ausmacht, aber
Ich möchte natürlich auch spielen. Ich möchte natürlich auch spielen. Das ist viel zu groß. Ja, so ist eigentlich schon okay. Eine Tür bräuchten die noch und alles. Okay, ein bisschen muss ich mich ja schon anstrengen. Also, Tür hatten wir letztes Mal sowas ähnliches. Tun wir natürlich wieder dran, nur ein bisschen kleiner. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und zwei Fenster bräuchte ich. Oh Gott, ist das riesig. Was will ich denn? Da ist ein Fenster. So, eine Trophäenluke. Einmal hier und einmal hier. Nur vorne werden die Fenster haben. Das sollte denn eigentlich schon ausreichen. So, wenn wir jetzt in die Farbe gehen, können wir da bestimmt wieder etwas Grüneres auswählen. Ja, fast schon, ne? Fast. Wir wollen nur das Dach ein bisschen anders haben. Und sonst geht das eigentlich klar. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir hier irgendwo was Schwarzes erwischen. Schwarz, schwarz, schwarz. Nee. Hallöchen, wo ist denn Schwarz, bitte? Ich kann ja diese Farbe hier nehmen. Das ist nämlich komplett glatt. Und dann das hier. So. Ja. Obwohl, machen wir das lieber gelb. Dann ist das genauso wie die Fenster. Okay, lassen wir das einfach so. Wir nennen das Haus. Was soll es da auch Besonderes geben, ne? Das ist ein ganz normales Waldläuferhaus. Und das werden wir jetzt hier reintun. Und was die machen, die erhöhen mein Einkommen und die Fahrzeuggrenze steigt natürlich. Das ist auch sehr gut. Wo tun wir das denn hin? Nicht direkt hier, sondern eher an, ja, ich sag mal die Flussseite. So, und die sollen natürlich auch Anschluss zur Straße haben, also so. Hallöchen. Ja, das passt schon. Okay, was dir noch fehlt, ist natürlich ein Unterhaltungshaus. Die müssen natürlich auch immer bei Laune gehalten werden, die Leute. Und ein Unterhaltungshaus werden wir jetzt ein bisschen futuristisch machen. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht zu futuristisch wird, ne? Wir werden diesmal nicht mit so einem Stachelheim, sondern mit so etwas viereckigerem beginnen. Etwas größer natürlich auch. Dann tun wir da so eine Kugel drauf. Mag zwar komisch aussehen, aber soll ja ein Unterhaltungshaus sein. So. Alles klar. So, jetzt werden wir hier auf jeden Fall noch einmal sowas dran machen. Für den Fall, dass halt Auftritte oder so da sind, dass die Leute da raus können. Hier natürlich wieder unser Standardteil. So. Und jetzt brauchen wir nur noch Fenster. Hier oben ein schönes Fenster. Hier ein Fenster. Und hier ein Fenster. Und zur Unterhaltung haben wir so ganz komische Sachen. Wir haben so ein TV-Display und alles. Das werden wir oben an die Kugel dran bringen, damit die Leute auch einfach von Weitem gucken können. Das ist echt richtig komisch. Das passt eigentlich voll nicht zu unseren Waldläufer-Leuten, weil die sich irgendwie voll nicht entwickelt haben mit der Zeit. Kleiner Strahl. Macht das dann Licht oder so? Ja doch, Orbitalscheiner. So würde ich das einfach setzen. Okay, jetzt brauchen wir hier natürlich... Oh Gott, Blumen sind ja voll schlimm. Nee, es sieht schon eher aus wie Industrie. Das passt auch nicht so ganz, ne? Ich würde sagen, wir tun da nicht zu viel Gerümpel hin.
sondern lassen das ganz schlicht und werden das natürlich wieder in diesen Grünton machen. So. Das Dach müssen wir natürlich auch nochmal neu umfärben und ja, auch wenn hier diese kleinen roten Teile sind, sieht doch eigentlich ganz okay aus. Okay. Ich würde sagen, so lassen wir das einfach mal. Ich bin nicht der beste Bauer, aber alles klar. Ein kleines Theater, auch wenn es nicht wie eins aussieht. Wir werden das hier natürlich zu diesen Leuten auch hin tun, die hier wohnen. Nur wo genau? Ja, komm, tun wir das hier hin. Drehen das Richtung Hauptstadt. Ja, doch, machen wir einfach mal. Und da bin ich eigentlich schon damit einverstanden, was wir machen. Hier müssen wir später hin mit einem Schiff und allem. Da werden immer mehr und mehr Städte gegründet, ne? Was unser Ziel jetzt ist, ist die hier zu vernichten. Deswegen groupen wir... Oh, die haben richtige Panzer. Das ist nicht schlecht. Die haben ja... Wir müssen Violett eigentlich vernichten. Kommt schon, wir vernichten jetzt Violett. Einfach aus dem Grund, weil die mir da ja Vorräte weggenommen haben. Ach, die kämpfen schon gegeneinander. Ja, dann werden wir das jetzt einfach klauen sozusagen. Also wir werden das im letzten Moment selber erobern. Wie wir da einfach mit zwei Leuten gegen angreifen, das ist krass. Wir werden hier auf jeden Fall nochmal das hier holen. Und mit den anderen, den wir haben, ups, Hallöchen. Werden wir die hier nochmal holen. So. Ja, es läuft da eigentlich ganz gut, oder? Wir greifen hier mit zwei Leuten an. Ich habe keine Ahnung, ob Gelb sich da überhaupt mit einmischen wollte, aber schon gut. Die greifen mich ja nicht an, sondern die. Und die sind ja echt in Panik. Wir haben auch schon wieder 3000 Gold oder 3000 Spore-Dollar. Werden natürlich im Stadtplan auch eine Fabrik machen. Das senkt natürlich das Einkommen, aber die Zufriedenheit. Und das werden wir Richtung Stadt machen. Die Fabrik selber, da müsst ihr mir jetzt nicht böse nehmen, dass jetzt komisch aussehen wird, aber ich habe gerade, da ich was gesehen habe, etwas Cooles im Kopf. Nee, das passt gar nicht, das passt gar nicht, schade. Auch nicht, da werden wir lieber noch ein zweites draufsetzen und ein drittes. So. Jetzt wollte ich nämlich eigentlich solche Bohrer und so nutzen. Oder ich sag, ja, Verdampfer, sage ich mal. Steht ja auch fett dran, ein Dampfer. Was hat echt viel CO2-Ausstoß hier. So ein Dach brauche ich eigentlich nicht, weil ich ja kein Dach nutzen will, sondern einfach nur so ein ja, Dampfer nochmal drauf tun werde. So ein Ventil. Rußröpser. Sowas einfach drauf. Boah, das ist echt eine krasse Fabrik. Nee, ich will nichts mit Luft haben, sondern einfach nur viel Kohle machen. Hier am Rand kommen nochmal Energiekonverter. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch Türen.
Ihr seht ja, mir wird das Geld schon langsam knapp. So, ja, obwohl, hier machen wir Fenster große. Hallöchen. Und auf die andere Seite noch eins. Und jetzt natürlich wieder unseren coolen Stil nehmen. Einmal das hier. Oh, das würde ich eigentlich so sogar beibehalten. Machen wir das einfach mal. Fabrik nennen wir einfach Fabrik. Und go. Go, go, go. Jetzt muss ich nur gucken, dass die nicht zu nah an den Leuten dran sind. Da wollen die nämlich nicht. Ihr seht ja da immer so ein schlechtes Zeichen. Das mögen die nicht. Das heißt, wir werden eine Fabrik hier etwas außerhalb der Stadt setzen. Okay. Und werden jetzt nochmal schauen, ob. Ja, wusste ich doch. Man kann direkt daneben nochmal einsetzen. Gut. So, was wir jetzt brauchen, ist noch ein Wasserfahrzeug. Das kostet uns aber 1500. Das werden wir gleich noch machen, da haben wir noch Zeit mit. Wir schauen einmal kurz, wie das hier vorangeht mit dem Kampf. Ach, die haben Flugzeuge. Oder ist das. Nee. Haben die. Ja, doch. Hä? Die fliegen nicht, aber die haben so Ballons oben drauf. Das sieht echt nice aus. Boah, die haben auch schon krasse Kanonen und so. Also unsere Stadt hat sowas noch nicht. Da muss ich schon sagen, wir sollten vielleicht ein bisschen aufpassen. Go! Kontakt aufnehmen. Wozu bist du da? So. Du bist wie geschaffen für mein Kamin-Sims. Ach so, ich dachte schon Kami-Sims. Was ist das? Aber ja. Ja, jetzt geht das ganze Militär hier drauf. Und hä? Haben die das immer noch nicht eingenommen? Wie lange brauchen die denn? Die brauchen echt mega lang, um das einzunehmen. Krass. Das ist auf jeden Fall echt eine lange Zeit. Aber uns stört das nicht. Hä, Gelb nimmt das voll ein. Nein, Gelb. Nein. Oh mein Gott, Gelb darf es auf keinen Fall einnehmen. Oh nein. Ja, geil, wir sind jetzt in einem Krieg. Du hast uns angegriffen. Und die haben voll viel Angriff. Unsere haben. Ja, obwohl 22, 22, unsere haben sogar mehr Geschwindigkeit, aber trotzdem hängen wir ein bisschen hinterher. Wir müssen einfach unser ganzes Militär jetzt hinschicken. So, hier werden wir auf jeden Fall jetzt mit den Stadtplanern nochmal Wasser. Ein Land, ein Wasserfahrzeug. Da werden wir einfach nur ein Brett nehmen, sage ich mal. Ein Brett und das werden wir zu Holz machen. Streamliner, das sieht mir schon zu aufgemotzt aus, ne? Ich möchte nur ein Brett, eine Brotkiste. Nee. Nee. Das ist viel zu groß. Lagerraum. Obwohl, ich muss dann ja auch noch auf Krieg und so gehen. Ah, Mist. Da kann ich ein kleines Brett nicht nur nehmen. Wir werden das hier ein bisschen besser machen. Dann nehmen wir etwas, was immer noch von der Natur ist. Und ja, Holzwiebel. Das klingt gut. Ach, ne. Das wird sozusagen. Obwohl, ne. Das ist unser Hauptsitz. Ich weiß nicht. Nehmen wir das als unser Hauptsitz. So. Natürlich so groß wie es geht, dann können wir da auch ein paar mehr Sachen draufpappen. Und zwar werden wir als allererstes nochmal einen größeren Lagerraum draufpappen. So.
Okay, an den Lagerraum dran werden jetzt ein paar Düsen kommen. Düsen. Antriebspropeller von mir aus. So. Ich weiß nicht, ob ich sowas dranbringen kann. Die Teile haben natürlich auch das Dumme ist Tempo und so, ne? Da muss ich auch drauf achten. Okay, das sieht schon merkwürdig aus, Leute, aber das ist gar nicht schlimm. Hallo, ich würde das gern am Rand anbringen. So. Okay, das ist schon mal gut. Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch alles dranbringen kann. Ich müsste halt für Kampf auch, weil ich möchte diese Teile so stark wie möglich machen. Alles klar. Gönnt euch einfach mal diese Unterwasser-Torpedos. Das könnte echt sogar sein. Der Nebelisator, was zur Hölle? Also so unter Wasser sieht das gar nicht so schlecht aus, so ein Teil. Wir werden da natürlich noch so ein Haus dran machen. So. Das machen wir aber nur, damit es schöner aussieht. Eigentlich sollen die Leute meiner Meinung nach hier oben drauf stehen, aber das werden die eh nicht. Die werden sich irgendwo hier reinsetzen. Ja, das brauchen wir nicht. Die Teile eigentlich auch nicht. Weil wir wollen unser Geld ja eigentlich nur damit verwenden, dass wir viel Gesundheit haben und dann noch ein bisschen auf Stärke gehen. Die Teile müssen jetzt nämlich su nicht super schnell im Wasser sein. Eigentlich das Einzige, was schnell sein sollte, sind unsere Käfer. Temporadierer tun wir noch da drauf. Ich weiß, Leute, das sieht komisch aus, wenn ich das so mache, aber die Teile sind sozusagen drin verwertet. Also nimmt das Spiel an, dass die drin sind halt. Und Schaden auch drücken und verbessern. Okay. Niedriger. Halt ist ganz da drin verschwunden. Naja, egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Krieg hier oben nehmen. Und zwar, ich weiß nicht, so ein Kriegsverbrechen hier oben drauf. Obwohl das schon ein bisschen krass, oder? Wenn wir da vielleicht noch was drauf tun würden. Ein Whirlpool, alles klar. Macht euch gemütlich mitten im Krieg. Ja. So ein Teil müssten wir noch mal da drauf setzen. Und da drauf könnte das dann vielleicht kommen. Ja, kommt. Nehmt's mir nicht übel. Aber ich bin nicht so der Allerbeste hier in dem Bauen. So, das wird. Oh, warte, warte. Das braucht natürlich auch eine Farbe. Das sieht nicht so natürlich aus, ne? Wir nehmen mal eine blaue Farbe, Leute. Einfach Wasserfahrzeug. Da brauche ich jetzt auch nicht super kreativ sein. So. Ja, und dann würde ich sagen, das war's erstmal mit der Folge, Leute. Wir werden hier uns jetzt gleich unser allererstes Wasserfahrzeug machen. Und ja, haut raus und bis demnächst. Ciao.